fear run. Me never hear no man that run faster than gun. Herbalist, high grade specialist, export green stash, import green cash. Hey, babe. Hey, ich weiß, es ist ziemlich was los auf der Baustelle. Hey, sit home. Hi. Na? Und? Oh, guck. Ja, läuft, ne? Ich glaube, wir sind bestimmt 50.000 über dem Budget. Don't worry. Dad steht voll hinter dir. Und, Standesamt Würzburg hat geschrieben, die, one, two, die brauchen noch eine notarielle Beglaubigung, falls ich nicht persönlich erscheine. Was heißt das? Ja, das heißt, das dauert selbst mit Alkohol ungefähr 2 Wochen. Was? Hey, Jerome. SF geht mir. Hey, ist gut, Jerome, ich mach dir schon. Viel Schmuschkeller. Hast du mir das Wasser? Sie haben nicht alles gemacht. Wir können unmöglich verschieben. Wir haben die ganzen Einladungen schon verschickt. Es tut mir leid. Ich verstehe echt nicht, wie du das abwacken konntest. Wir heiraten in 3 Wochen. Okay? Mach dir keine Gedanken. Es tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Wo ist deine Deckung? Hm? Hm? Na komm. Na komm. Zufällig in der Gegend. Hey. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir höchst selbst an die klassische Gourmet vorbeizufahren. Bist du bescheuert? Hier am Flughafen. Das ist ungarische Lamm-Rohwurst-Salami. Hunde können darunter nichts riechen. Ich habe das recherchiert. Recherchiert? Ja, recherchiert. Es ist olfaktorisch schlichtweg unmöglich, Stefan. Olfaktorisch ja. Am Arsch. Hunde können heutzutage ein Gramm in einer Tonne Kaffee riechen. Was machst du? Was machst du da? Spinnst du, oder was? Hör auf, damit die gucken schauen. Süße, was war denn los? Er hat sich immer noch nicht um sein Praktikum gekümmert. Du hast gesagt, du sprichst mit ihm. Ja, klar. Pubertät. Ist dein Vater wieder aufgetaucht? Ja, der hängt irgendwo klischeekiffermäßig auf Gora ab. Ist aber kein Problem. Sabine ist manchmal ein bisschen deutschlehrermäßig drauf. Weißt du, sie versteht nicht mehr, wie man mit den Jugendlichen heutzutage sprechen muss. Yo, John Bois! Tschüss! What's up, Mois? Hey. Ja? Kennst du Stefan noch? Hi, Jonathan. Ja? Ja, komm rein. So. Hey. Jo. Jo. Groß geworden bist du. Yeah. Schön, dass es hier. Jo. Big Boy. Hallo. Ich muss noch mal ganz kurz mit dir sprechen. Mama hat mich gebeten, kurz über das Praktikum zu reden. Hey, guck mal, du weißt, ich bin der Allerletzte, der dich wegen irgendwie sowas therapieren will, aber du musst das mit diesem scheiß Praktikum machen. Und ich weiß, du denkst jetzt Praktikum, Maktikum und so, ne? Aber ich sag dir eins. Die kicken dich aus dem Abi. Ist so. Und ich weiß, dass sie garantiert momentan Wayne. Und hey, normalerweise bin ich der Allererste, der sagt YOLO. Oder? Ist so. Ist so. Aber guck doch mal, was soll passieren? Stell dir vor, du kriegst das Ganze am Ende nicht gedribbelt. Was dann? Willst du dein ganzes scheiß Leben hier kellern? Bitch, please! Weißt du, lass Haare wehen. Sei ein Player. Alles Swag. Alles Swag. Safe. We're headed to San Bernardino.
3 Jahre Bau kann uns bestimmt helfen. Guck mal bei YouTube nach. Ups. Was war das denn gerade, Stefan? Was wolltest du denn da gerade in das Suchfeld eingeben? Ich habe mich vertippt, okay. Ach, vertippt hat er sich. Dir ist schon klar, dass auf einer mitteleuropäischen DIN-Tastatur das P 5 Zeichen vom T entfernt ist. Ist ja nicht so schlimm. Der Youporn-Vertipper ist uns allen schon mal passiert. Ich wollte nicht Youporn tippen. Ich weiß, Stefan. Ist dir eigentlich klar, dass das Youporn das Sexualverhalten unserer Zeit maßgeblich verändert hat? Aha. Ja. Möchtest du wissen, warum? Nein. Weil heute jeder zu jeder Zeit Pornos guckt. Verstehst du, die Pornografie hat sich in das kollektive Unterbewusstsein quasi eingebrannt. Was dazu führt, dass die moderne junge Frau durchaus irritiert, mitunter sogar schockiert reagiert, wenn du ihr nicht zum Abschluss ins Gesicht spritzt. Das ist so. Bist du eigentlich noch manchmal hier oben? Das letzte Mal mit 16. Was? Warum warst du eigentlich mit mir zusammen? Wieso? Naja, ich habe überhaupt nicht zusammengepasst. Und ich weiß auch, dass deine Freunde mich ganz schön prollig fanden. Entschuldigung, du warst die Erste, die einen Arschgeweih hatte. Ganz ehrlich? Ja. Wegen dem Sex. Okay. Oh, nein, warte, ich möchte explizit festhalten, dass ich heute nicht mehr so denke. Okay? Also, ich finde dich intellektuell extremst ansprechend. Also, wenn du jetzt sagst, dumm Fick, gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich meine, ich fand den Sex einfach sehr instinktiv. Aha. Weißt du? Ja, ich fand den Sex eher, naja. Oh nein, nein, das ist echt eine ganz billige Retourkutsche jetzt. Das ist wirklich eine ganz billige Retourkutsche. Nein, gar nicht. Du hast dir einfach Mühe gegeben. Das ist ja wohl das Schlimmste, was man darüber sagen kann. Ich fand es wirklich toll, dass du so der nachdenkliche, rücksichtsvolle Typ warst. Aber im Bett, da warst du vielleicht doch ein bisschen zu rücksichtsvoll. Wollen wir jetzt? Was? Ich weiß, du heiratest bald und früher hätte ich das auch nicht gemacht. Aber jetzt denke ich mir, scheiß drauf. Wir sehen uns sowieso nie wieder. Und ich habe gerade Lust. Was soll ich sagen? Also, Zeiten sind hart. Rap ist fertig, Mann. Und meine Tochter geht auf eine Privatschule. Also klar. Ist nur einfach so, weißt du, mein Kleiner, der hat... Also er hat wirklich Probleme wegen dieser ganzen Scheiße jetzt. Und wenn du uns das einfach nur zurückgeben würdest, dann... Gerne, Kai. Sehr gerne. Okay? Für so 10.000, schätze ich. Entschuldige, aber du weißt ganz genau, dass ich keine 10.000 Euro jetzt habe. Okay, pass auf, das kannst du nicht bringen. Warte mal kurz, das kannst du nicht bringen. Gib uns das Zeug zurück oder... Oder was? Oder... Oder was? Oder... Wir sagen den Arabern, dass du dahinter steckst. Wir sagen überhaupt gar keinen Arabern irgendwas. 10 Jahre, ich habe keine Ahnung, was der redet. Ganz ehrlich. Nein. Ja. Willst du mir drohen, du Opfer? Nein. Gut. Ja, scheiße. Jetzt hau ab, meine Frau kommt gleich vom Zumba. Jungs, nehmt doch ein paar T-Shirt mit, ne? Sehr großzügig von dir. Nein, aber danke. Nein. Also wenn du denkst, dass wir jetzt noch ein T-Shirt von dir mitnehmen, dann hast du dich echt geschnitten. Tschüss. Verdammte Scheiße, was haben die mit dem gemacht? Frank! Ey, Frank! Hey, Frank, Mann! Hey, ich bin's, alles klar? Frank! Frank! Hey, Stefan, Mann! Hey, Frank! Na, alles klar? Völlig zugeballert. Zwangseingewiesen dürfen die alles. Echt? Scheiße.
müssen wissen, wo diese scheiß Plantage ist. Ich habe noch eine Geheimwaffe. Das ist das Einzige, was ihm jetzt helfen wird. Hier drin, ich verliere meine Zulassung. Gibt's überall Rauchmelder. Frank, hey. Frank. Frank. Frank, hey. Alles klar? Na? Volker. Was war mit Volker? Volker. Volkach. Was ist in Volkach? Was ist hier in Volkach? Schweine! Schweine? Was sind das Schweine? Schweine, die Schweine, die Schweine, die das mit dir gemacht haben. Und diese Schweine, die haben... Volkach-Schweine! Volkach-Schweine haben eine Plantage in Volkach, richtig? Wo ist diese Plantage, Frank? Wo? Wo ist die Plantage? Gib mir mal richtig. Gib mir mal so richtig. Ja. Schweine in Volker. Schweine in Volker haben eine Plantage. Wo ist diese Plantage? Wo ist die Plantage, Frank? Toll. Ganz toll, Stefan. Was kann ich denn? Ich hab gedacht, der ist einfach... Mehr hab ich nicht dabei. Da! Kai? Da! Kai, ist okay? Guck! Was bist du? Da! Volkachschweine! 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 Kai, Frank! Bitte. Frank, die Volkachschweine! Die Schweine sind da! Frank, jetzt kriegen wir diese Schweine! Ein Zaun? Wachleute? Solarpanelen für die Lampen? Und? Riechst du was? Kai, man hört die Schweine. Tonband, hallo? Ich gehe da jetzt rein. Kai, das ist keine Plantage, das ist einfach nur ein Schweinestall. Kai, das ist Hausfriedensbruch, Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Tierseuchengesetz in Tateinheit mit Vorsatz. Kai, du... Kai. Aha. Ja, was los? Hey, ich bin's. Du, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich glaube, da hatten die Bewegungsmelder oder sowas wahrscheinlich wegen diesen Tierschützern. Es sind doch Schweine, ne? Ja, Schweine. Genau, Schweine. Sicherheitsleute kommen. Lauf in die andere Richtung, hinten raus. Okay. Ja, ich hol dich ab. Ja, ich komm sofort. Fuck. Holen Fotzen! Ran, Fotzen! Haben wir Nutte? Frank! Nicht Arsch! Frank, wo willst du hin? Bleib hier! Fotze! Frank! Frank! Und den Eichel! Frank! Frank, bleib stehen! Frank! Und Anna, Schakal! Ruhig! Anna, General! Frank, wo ist... Anna, lass mich ran! Hinten! Vor!
Kennt ihr noch Kai und Stefan? Sie treffen sich nach Jahren wieder. Stefan hat's in Dubai weit gebracht. Tolles Auto, tolle Klamotten, tolle Frau. Und heiratet bald. Ich heirate bald auch. Kai dagegen eher der große Philosoph. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlage, Stefan? Nicht richtig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Was? Ein Laden, der nicht geht. Geht der Laden? Nee, alles swag. Gespannt das Verhältnis mit dem Stiefsohn. Lass mich in Ruhe und alles ist gechillt. Und seine Beziehung ist am Bröckeln. Es geht alles so nicht mehr. Aber das weiß er. Ich weiß. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Drogen Spaß haben. Hä? Komm mal. Also eigentlich alles total cool. Bis sie es ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle 3 Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss um 8 Uhr am Standesamt sein. Kannst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich sehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfotze, dann Rosettenkönig und Kaviarnutte beschimpft hat und dann versucht hat, ihn zu beißen. Frank beißt nicht. Hey, Frank, Mann. Was ist los? Die Typen haben es mitgenommen. Da! Jenny! Die Sicherheitsleute kommen. Laufen in die andere Richtung, hinten raus. Fuck! Und Maul, Scheißfotze! Du das nicht! Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu. Alexandra Neldel. Also wenn du jetzt sagst, dumm Fick, gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring, Antoine Mono Junior. Ja, du hast Nerven, ungefickter Wal! Sag mal, ist das Haschisch? Und Elmar Wepper in Lombok. Sag mal, sieht doch top aus, was willst du denn? Super. Demnächst im Kino. Drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhole es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin Groot. Nein! Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Like a Ghost. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern!